Insekt. Insekten sind Tiere, die recht klein sind, meistens jedenfalls. Ein Insekt ist ein Tier, das zu den Gliederfüßern gehört. Insekten haben typischerweise Kopf, Brust und Hinterleib als gegliederte Teile. Insekten sind mit die Tiere, die am meisten existieren in dieser Welt, die artenreich. Und ohne Insekten könnte auch unsere ganze Flora und Fauna nicht existieren. Insekten haben so viele verschiedene Aufgaben. Insekten sind typischerweise eben gegliedert in einen Kopf, einen Rumpf und dann einen Hinterteil. Und dann haben sie typischerweise 6 Beine. Recht häufig haben sie auch Flügel und können eben auch fliegen. Insekten sind zum Beispiel die Ameisen, es sind die Wespen, es gibt viele Arten von Fliegen, es gibt Mücken, Schmetterlinge, Käfer. Das sind, Käfer, Insekten, Heuschrecken sind noch interessante Sachen. Ich werde gerade mal schauen. Gehören Käfer zu den Käfer gehören auch zu den Insekten. Und ich will jetzt gerade mal schauen, Skorpion. Ein Skorpion gehört zu den Spinnentieren, ist also kein Insekt. Also viele Insekten gibt es und sie können wunderbar und faszinierend sein. Sie können aber auch mal nerven, aber man sollte Insekten wertschätzen. Insekten ist unglaublich, was kleine Tiere alles tun können.